Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Salama und ich mache Fitnessvideos für euch und ich möchte einfach Leute, die auch nicht so viel Ahnung haben, irgendwie Tipps geben, ja, dass die Übungen richtig machen. Ich meine, ich bin auch kein Profi, dass ich sage, dass ich alles weiß. Jeder lernt immer was Neues. Deswegen, wenn ihr seht, dass ich irgendwie was Falsches mache oder sonst, gleich kommentieren bitte. Oder wenn ihr das gut fandet, dann gleich like oder kommentieren. Abonniere euch auf den Kanal, damit wird mir eine große Unterstützung geben. So, dann lasst uns mit der ganzen Sache losgehen. Ich mache heute in den freien Raum da im Fitnessstudio ein Training, den ihr alle machen könnt. Also ich sehe viele da einfach hingehen, ein bisschen aufwärmen und gleich weggehen, weil die ja nicht wissen, was die dann dort trainieren. Und ab und zu gibt es dann auch ein Gruppentraining und da sehe ich, dass viele auch die Gruppentraining mitmachen. So, daher habe ich heute ein paar Sachen zusammengestellt, ein paar Trainingssachen und ich möchte euch meine Training zeigen, meinen Tipp geben, denn das könnt ihr auch allein hinstellen und zusammen machen. So, dazu braucht ihr eine Fitnessmatte. Da werden wir Bautraining machen und Liegestützen und ja, kann man Übungen auf dem Boden damit machen. So, dann braucht ihr eine Balancekugel. Da werden wir uns ein bisschen balancieren und ein Stepbrett. Da auf dem Stepbrett werden wir ein bisschen hoch runter gehen mit schnell, also schnell hoch und runter, damit wir Beine trainieren. Und eine Holzbox. Auf den Holzbox werden wir springen und wieder runter gehen. So, wie ihr seht in dem Video, ich habe ein paar Übungen schon gemacht und daher lasst uns die ganze Sache einmal starten. Auf die Liegematte werden wir jetzt ein paar Sixpack-Übungen machen. Also wir machen, oder ich mache in dem Video nur Sit-Ups und dann zeige ich euch, wie ich das mache. Und ich möchte, dass ihr dasselbe Übung wiederholt. Also wer kann natürlich 20 Wiederholungen machen mit 4 Sätzen oder 10 Wiederholungen mit 4 Sätzen oder 12, 6, das was ihr natürlich könnt. Also es gibt keine bestimmte Nummer, wie ihr das machen müsst. Wichtig ist, dass die Übungen sauber sind und dass die Füße auf dem Boden bleiben und dass die Hände hinter dem Kopf sind und man soll sich hochziehen und die Übung vernünftig machen. So, zwischen Übung zu Übung werden wir natürlich kleine Pause machen. Ich mache jetzt keine Pause, weil ich dann direkt Push-Up mache. Push-Ups nicht so breit und nicht so eng, weil wenn wir sehr eng machen, dann trainieren wir direkt Trizeps und mehr als die Brusten. Aber wir wollen hier das alles gesamte Paket nimmt. Daher die Hände so circa schulternbreit nehmen und dann Push-Ups machen. Sehr wichtig ist, dass von Kopf zu Fuß eine komplette Linie ist. Darauf achten bitte. Und dann ja, langsam pushen, nicht so schnell machen, nicht so schnell hoch, runter, aber versuchen die Übung sehr vernünftig und sehr sauber zu machen. Danach, von da gehen wir und machen auf den Stepbrett
schnell Übung, also einmal hoch, runter, dass wir ein bisschen Cardio auch dort haben. Und das tut sehr gut für unsere Füße, unsere Beine, Muskulaturen. Ja, dazu gibt es nicht viel zu sagen. Okay, wenn wir einmal das hier gemacht haben und wir sind fertig, werden wir gleich auf den Holzbox einmal hin und dann dir einmal direkt hin und direkt hoch, runter, also einfach weiter springen. Hierbei trainieren wir stark unsere Quadrizeps, unsere Oberschenkelmuskulatur und haben auch natürlich Balance und also wir balancieren uns und machen Übungen, die sehr, sehr gut für unsere ganze Körper ist. Zum Ende von Springen auf Balance geht, damit ihr merkt, dass eure Beine sind schon müde und wir müssen versuchen, uns dort zu balancieren. Das ist richtig schwer. Man denkt nicht, aber das ist richtig schwer, weil du kommst von Springen, von verschiedenen Übungen, die deine Muskulatur schon belastet haben und dann versuchst du, dich, deine ganze Körper auf ein Bein zu balancieren, das fordert deine Muskulatur noch mehr Kraft zu bringen. Also diese ganze Übung, was ich heute mache, ist nicht so Muskelaufbau und so, aber wir brauchen Kraft auf unsere Muskulatur, damit wir in Zukunft viele Muskeln aufbauen können. So, und das Ganze können wir auch so mit einer Plank auf die Halbkugel Balance machen. Ja, versucht das Beste daraus zu machen und Dankeschön fürs Schauen, wenn ihr Spaß dabei hattet. Ich möchte, dass ihr euch abonniert, lasst eine Like und Dankeschön, bis auf nächste Video.